Schulleiter der Deutschen Schule. Herr Thormann, herzlichen Dank für die Einladung. Erklären Sie uns noch kurz, was macht die Deutsche Schule hier und wer gibt es schon? Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen auf diesem wunderschönen Campusgelände, auf diesem Campus der Deutschen Schule in Vietnam. Die Deutsche Schule gibt es seit 3 Jahren. Wir unterrichten wie die anderen 140 Auslandsschulen, deutschen Auslandsschulen auch, ein deutsches Curriculum. Besonders hier ist der bilinguale Ansatz. Bereits ab dem Kindergarten haben unsere Kinder nicht nur das deutsche Programm, sondern auch ein englischsprachiges Programm, welches sich fortsetzt in der Grundschule und dann in der Sekundarstufe 1 mit verstärktem Englischunterricht und einzelnen Fächern, die bei uns auf Englisch unterrichtet werden. Besondere Profilschwerpunkte bei uns an der Schule sind der frühe naturwissenschaftliche Unterricht, den es bereits ab dem Kindergarten respektive der Vorschule gibt und sich dann auch im Grundschulbereich fortsetzt. Dann ein weiterer Profilschwerpunkt ist natürlich die Mehrsprachigkeit bei uns, unser bilingualer Ansatz respektive trilingual für einige Kinder, die bei uns vietnamesischen Unterricht wahrnehmen. Und besonderen Wert legen wir bei uns auch auf die Ausbildung von künstlerischen und musikalischen Fertigkeiten. Wir verstehen uns hier als einen Lernort, als einen interkulturellen Lernort, der dem Austausch zu gesellschaftlichen Themen, zu künstlerischen Themen gilt. Wir verstehen uns als ein Begegnungsort. Deutsche Auslandsschulen sind ja auch als Begegnungsschulen konzipiert und wir versuchen das auf diese Art und Weise umzusetzen. Ich glaube persönlich, dass es sehr, sehr wichtig ist, an einem Wirtschaftsstandort wie Ho Chi Minh City, der sich so unglaublich rasant entwickelt, auch eine breite Bildungslandschaft zur Verfügung zu stellen, die diesen Aufbau begleitet. Deutsche Auslandsschulen können hier, glaube ich, einen ganz besonderen Beitrag leisten, um zusätzliche Perspektiven zu geben, um Brücken zu bauen und Potenzial zu schaffen für die zukünftige Entwicklung. Natürlich auch für einen natürlich bieten deutsche Auslandsschulen auch immer die Möglichkeit, ein Sprungbrett zu sein für die universitäre Ausbildung in Deutschland oder auch für eine Berufsausbildung, beispielsweise bei unserem Schulträger, der Stiftung Bildung und Handwerk mit ihren 250 Standorten innerhalb und außerhalb von Deutschland. Der Kontext, die Umgebung hier in Ho Chi Minh City ist natürlich auch eine sehr geeignete Umgebung für einen Berufseinstieg später, nicht zuletzt aufgrund des besonderen wirtschaftlichen Engagements der deutschen Wirtschaft. Herr Thormann, die Deutsche Schule zählt neben dem Deutschen Haus und der Deutschen Vietnamesischen Universität in Ho Chi Minh Stadt zu einem der 3 Leuchtturmprojekte. Erklären Sie uns kurz, was ist damit gemeint? Was ist die Perspektive dieses Ansatzes? Es handelt sich hierbei um Projekte, die in besonderer Art und Weise zusammenarbeiten, beziehungsweise die in besonderer Art und Weise Brücken bauen interkulturelle Brücken zwischen Vietnam und Deutschland. Und die Aktivitäten vor Ort bündeln, damit auch deutlich effizienter gestalten. Wir ermöglichen mit der Deutschen Schule, dass es für Familien einfach ist, hier mit Kindern nach Vietnam zu kommen und dann auch wieder problemlos Anschluss an das deutschsprachige Schulsystem in der Schweiz, in Österreich oder natürlich in Deutschland zu finden. Während gleichzeitig die Universität einen akademischen Anschluss ermöglicht und das Deutsche Haus ganz, ganz vielfältige Interessen bündelt. Herr Thormann, schildern Sie uns doch noch bitte kurz Ihre persönlichen Eindrücke. Wie legen Sie das Land wahr, die Leute? Was sind Ihre Eindrücke? Ich bin unglaublich beeindruckt davon, wie rasant sich dieses Land entwickelt, welchem gesellschaftlichen Wandel sich dieses Land stellt. Ich bin beeindruckt von der Freundlichkeit der Leute und natürlich auch von den wunderschönen Landschaften, die man hier sieht. Herr Thormann, vielen Dank für dieses Gespräch. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Kommen.